Okay, Robert-Stunde dabei. So. Ja, du hast eine Auswertung gemacht. Ja. Du bringst da 4 Seiten mit. Okay. Zum Studieren. Auf der ersten Seite haben wir einfach einmal beobachten, was wir aufgenommen haben. Ja. Steigung 1%, damit ich immer wieder weiß, wann wir einen Test wiederholen. Mhm. Okay. Was haben wir gemacht? Sehr gut. Das reproduzierbar ist. Genau. Mhm. Was sagst du deine KMH? Ja. Die Stufendauer. Aha. Die letzte Stufe haben wir nicht ganz ausgelaufen. Ja. Du sagst dir genommen den Laktatwerte. Mhm. Und die letzte Grenzen dazu. Okay. Okay, Leute, hier seht ihr jetzt diese Stufendaten. Das sind die KMH, das sind die Stufen, das ist die Belastungslänge. Zur Belastungslänge gleich vorweg. Oft werden die Stufen nur 2 Minuten gefahren, aber Roberts Argument ist, ich will ja für einen Marathon trainieren und dann ist es jetzt nicht unbedingt relevant, ob ich bei einem 2-Minuten-Intervall zum Schluss noch 22 km/h kurz anlaufen kann, weil das für Marathon eh uninteressant ist. Deshalb die Stufendauer durch Robert hier 5 Minuten gewählt. Was spannend ist, kann mit der Ernährung natürlich zusammenhängen. Ruhe-Laktat 1,2 Millimol pro Liter. Durchschnittlich ist es 0,8. Ich habe früher immer sehr viel Kohlenhydrate gegessen vor den Tests. Und weil ich die Tests miteinander vergleichen will, bin ich auch jetzt diese Woche eher auf High Carb. Das könnte diesen hohen Anfangs-Laktatwert erklären, was natürlich nicht ideal ist, bei 8 km/h schon 2 Millimol Laktat zu haben. Er bleibt dann aber zumindest bis 12,5 relativ konstant. Dann sieht man hier bei der 5. Stufe 14 km/h 4,4. Hier wäre ich dann schon über der anaeroben Schwelle, hier die Herzfrequenz dazu zu laufen. Was ich euch auch schon erklärt habe, die Formel 220 minus Lebensalter ist eben nur eine Formel und individuell sehr, sehr ungenau. Die letzte Stufe habe ich noch 3 Minuten 30 geschafft. Das waren eigentlich 17 km/h. Das wird aber dann runtergerechnet, weil ich es ja nur 3 Minuten 30 gelaufen bin, wie Robert schon erklärt hat. Auf der dritten Seite haben wir dann die ganzen Bereiche. Super, ja. Eingeteilt in Fettstoffwechselbereich, regenerativer Bereich, GA1, GA2, EB, wettkampfspezifische Ausdauer. Das sind klassische Benennungen aus der Sportwissenschaft. Die werden im Kanal eh nochmal genauer erklärt werden. Okay. Hier sieht man jetzt nochmal die aerobe Schwelle bei 130 Herzfrequenz, die anaerobe Schwelle bei 177 Herzfrequenz, beziehungsweise hier leicht adaptiert. Und die individuelle aerobe Schwelle auch nochmal rausgeschlüsselt bei einer 5,27er Pace. Umgerechnet, auf Grundlage dieser Basis kann man dann Trainingsbereiche definieren. Die schauen bei mir jetzt dann so aus. Ich habe hier einen regenerativen Bereich, Grundlage 1, Grundlage 2, Entwicklungsbereich und wettkampfspezifische Ausdauer, die dazu passende Herzfrequenz und hier das dazugehörige Tempo. Wobei auch hier Robert eben das ganzheitlich betrachtet. Und er sich auch meine Trainingsbereiche anschaut und auch meine Wettkampfergebnisse. Ich komme nämlich relativ schnell mit der Herzfrequenz hoch, auch mit dem Laktat, kann das aber dann relativ stabil halten. Dazu passend zeige ich euch jetzt noch 2 Marathons, die ich gelaufen bin und die dazugehörige Herzfrequenz, die einfach extrem hoch ist, aber ich kann halt relativ lange mit hoher Herzfrequenz laufen. Also auch deshalb die Kunst des Trainers, diese Bereiche nicht zu starr zu sehen, sondern immer individuell auf die Bedürfnisse des Athleten einzugehen. Wenn ihr euch das jetzt beispielsweise anschaut, für einen Marathon-Schnitt 176 ist natürlich schon extrem hoch. Das war der erste Marathon, war glaube ich eine 3,55 oder so. Ein paar Jahre später dann 3,26, Schnitt 169. Das heißt schon Trainingsentwicklung sehr positiv, aber trotzdem auch 169 für einen Marathon ist noch immer sehr, sehr hohe Herzfrequenz. Deshalb nochmal sehr, sehr individuell und es braucht da viel Erfahrung von einem Trainer, dass man daraus die richtigen Schlüsse zieht. Und für mich als Trainer mal das Wichtigste die Laktatkurve. Mhm. Und aufgrund der Laktatkurve und der Herzfrequenzkurve ergeben sich deine Bereiche. Mhm. Ist es 3 Stunden 09. Genau. Dazu haben wir uns ja ausgerechnet, was das KMH und Kilometerschnitt.
429. Genau. Das heißt, unsere 2 Millimol Grenze müsste eigentlich bei 13,4 liegen. Hier sieht man jetzt doch mal grafisch aufgearbeitet die Laktatkurve. Das sind die Werte, die ihr vorher eh schon gesehen habt. Ziel ist es natürlich, eine möglichst flache Kurve zu haben, die ganz spät rechts erst nach oben knickt. Also eine Abflachung und Rechtsverschiebung der Kurve, das wäre das Ziel. Vor allem in diesem Bereich bin ich noch nicht so stark, da muss ich mich noch ein bisschen entwickeln. Und jetzt ist es halt unser Ziel, diese 2 Millimol Grenze, soweit wir wirklich rüber zum Schirm. Das heißt, die Kurven beim nächsten Test so flach und nach rechts verschoben. Das ist eine klassische Marathon-Laktatkurve. Nachdem du jetzt den Trainingsplan auch von mir bekommst, steht da dein Vitalmonitor noch vor. Das ist dieses Gerät, mit dem man täglich eine Morgenmessung macht. Das ist über ein EKG deinen genauen Erholungszustand eigentlich misst. Das funktioniert über die Herzfrequenzvariabilität, das du mir erklärt hast. Ja, genau. Und ich habe dir da jetzt ein bisschen was ausgedruckt. Ein Beispiel von mir. Das Ziel ist, die HRV langfristig zu erhöhen. Um widerstandsfähiger zu werden, um leistungsfähiger zu werden, das kann man über die HRV ablesen. Langfristig der Ruhepuls soll fallen und sieht man eigentlich in dieser Auswertung. Okay Leute, so sieht der Vitalmonitor aus. Ganz, ganz wichtig, ich bekomme da jetzt kein Geld von der Firma oder so. Ich habe das selbst noch nie probiert. Ich werde es jetzt mal 2 Monate austesten und euch dann Feedback darüber geben, ob das was ist für mich oder nicht. Man misst in der Früh und am Abend. Diese Messung gibt mir einen Rückschluss über die Herzfrequenzvariabilität. Je höher die Herzfrequenzvariabilität ist, desto besser, desto härter kann ich trainieren. Ist die Herzfrequenzvariabilität im Keller, dann sollte ich halt eventuell regenerativ trainieren. Wenn ich das nicht selbst kann, kann ich eben durch diesen Vitalmonitor super, wenn ich es mit der App verbunden habe, mit dem Trainer kommunizieren. Beim Robert schaut das eben genauso aus. Ich habe hier meine Werte. Der Vitalmonitor sagt mir, okay, ich bin voll einsatzfähig, ich brauche ein bisschen mehr Regeneration etc., gibt mir hier meine Bereiche wieder. Und sobald ich das gemessen habe, sieht der Robert hier meine Daten und kann die Trainingsplanung, die natürlich schon langfristig durchgedacht ist, aber kurzfristig variieren. Wenn er merkt, meine Herzfrequenzvariabilität lässt heute keine harten 10x1000er Intervalle zu, modifiziert er kurzfristig mein Training und ich mache an diesem Tag etwas anderes. Wenn ich dann wieder bereit bin, härter zu trainieren, dann kommt das Training nach. Das heißt, man hat wirklich ein sehr, sehr genaues und wissenschaftlich evidentes Biofeedback-System, das in Echtzeit der Trainer sieht und auf die Bedürfnisse des Athleten eingehen kann. Das ist die Idee dahinter, hinter diesem Vitalmonitor. Wie gesagt, ich werde das jetzt 2 Monate mal testen, dann wieder eine Leistungsdiagnostik machen und dann schauen wir mal, ob das für mich schon irgendwelchen Benefit gebracht hat. Das ist genau der Grund, warum ich so gerne zu dir komme, weil du das wirklich so ganzheitlich anschaust und ich bin so gespannt. Danke, dass du mich betreust jetzt, dass ich das 2 Monate testen kann. Ich schicke dir das immer in der Früh, du wirst was sagen, was ich machen darf, was ich nicht machen darf und ich bin echt wirklich, wirklich gespannt, was nach den 2 Monaten rauskommt. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke. Viel Spaß.